Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dying Light 2. So. Schauen wir mal, wie wir uns so schlagen in der Apokalypse alleine. Oh, ein Spielplatz. Oh, waren noch Kinder hier? Ich hoffe, mit dem Sound ist alles okay. Und danke für den Tipp. Ich habe nur für die Zombies das ausgestellt gehabt. Und für Menschen nicht. Ich habe das jetzt auch für die Menschen ausgestellt, dass man hier deren... Können wir ja kurz reinschauen. Waffe wechseln sollte ich auch ausmachen, sonst automatisch nimmt er halt die Waffe in die Hand, die wir aufheben. Und wahrscheinlich dann unsere Lieblingswaffe ist dann weg. So, Sound habe ich... Musik ein wenig runter, mein Mikro ein bisschen rauf. Gesund. Habe ich doch gemacht. Warum hat er das wieder eingeschaltet? So. Ja. So, wollen wir es? Weil in Dying Light 1 gab es auch nicht diese. Strich da über den Kopf oder was es sein soll. Okay. Also ich kenne es von Dead Island. Da haben die so ein Zeichen über den Kopf, wie verwundbar die sind. Ich muss eventuell noch später was umstellen, weil mir gefallen die FPS-Zahlen nicht. Werden wir verfolgt oder wer? Zum Unterspringen? Ich glaube nicht, oder? Komm, wir laufen ein bisschen. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Honey. Und so. Schon gruselig. Also ich muss sagen, mir gefällt hier die Atmosphäre sehr, sehr gut. Ich laufe hier in die andere Richtung. Weil hier gibt es etwas. Also bis jetzt, ich habe nur eine halbe Stunde gespielt, aber die Atmosphäre gefällt mir total. So eine Farbgebung her erinnert es mich ein bisschen an Witcher. Oder? Gruselig. Gefällt mir. Mal sehen, wie es in den Städten aussieht. Da, noch eine Kamille. Wer macht denn solche Geräusche? Da ist doch jemand. Wir verfolgt. Bisschen gruselig. Ja, wie ihr seht, muss ich ein wenig was ändern. Wartet mal einen Moment, ich ändere mal was. Ich habe mal was geändert. Eventuell werde ich später im nächsten Part nicht mehr auf 1440 aufnehmen, weil es ja die FPS-Zahlen halt. Ne? Hier habe ich anstatt Qualität habe ich ausgewogen gemacht. Und ich weiß nicht, vertikal, was war vertikal? Das Aktivieren von vertikalen Synchronisation. Dies ist ein System, das die Integrität der Grafik bewahrt und Bildschirmverzerrung besonders auf Systemen mit niedriger Leistung verhindert.
brauche ich das? Ach, ich habe einen guten PC. Okay, ist keine 3080. 2070 muss man mal wieder einen holen. Aber ich habe nachgefragt beim PC-Bauer, der mir das, den PC damals gemacht hat. Und der sagte, unter 1500 Franken gibt es im Moment keine 3080er. Mich eigentlich bücken. Da ist was zum Looten. Zwei Promille. Oh, Schatten. Aber so einen großen Unterschied merke ich jetzt nicht. Kann man die auch von hinten? Das musste man, glaube ich, in Dying Light 1 erst lernen, ne? Und die angreifen konnte. Beißer. Ja, toll. Drin ist auch ein. Ach komm. Da ging's. S-Zahlen sehr runter. Wie gesagt, ich werde den Part auch ziemlich kurz halten. Kabumba. Warum qualmt ihr denn so? Was für mich dabei. Wir müssen da rein. Da gibt es ganz viel. Da gibt es auch. Ja, ne. Was? Ne, ich hab mein Besen. Das hätte ja sein können. Aber ich habe es ja ausgestellt. Was ist noch Kamill? Das ruhen wir uns natürlich. So, ich bin direkt von der Arbeit, deswegen. Ja. Sammeln hier. Was ist draus? Hier gibt es aber auch Rauch. Zum Beispiel, ich muss was los. Stofffetzen. Rein, kannst du rausgucken. Sieht nicht aus, nicht mal alle so gleich glatzköpfig und geklontes etwas. Ja, am Anfang müssen wir sehr viel looten, denke ich mir. Wir brauchen viele Ressourcen. Vor allem nicht Heilung. Jemand zu Hause? Was ist denn noch hier?
Harz. Okay. Irgendwas Grünes wird mir hier noch angezeigt. Da. Zigaretten. Alle mit. Das dürfen wir aber eigentlich alles haben. Und da kommen wir nicht rein. Da auch nicht. Dann würde ich sagen, zweite. Ne? Honig haben wir geklaut, den Bienen. So, komm. Die haben eine ganze Arbeit und wir. Was vibriert das denn jetzt so? Was ist passiert? Achso, deswegen. Kommst du? Also ich komme. Nein, nicht anfassen. Nicht anfassen. Social Distance, please. Willst du es wirklich wissen, ne? Ich habe gesagt, nein. Ich muss ja nicht an der Tür. Ist hier was zu machen? Im Wasser? Oh. Nix. Nenten. Nothing. Nee, ins Wasser. Na toll. Und an. Wir sollen da hoch. Wir müssen ins Wasser. Nein, das erinnert mich an Uncharted. Uncharted. Ja, komm hoch. Ich bin der König der Welt. Was war das, was da vorbeigeflogen ist? Jahre. Und der Bus. Oh, schon alles gelootet, verdammt. Tier. Auch nichts mehr. Okay. Also. Wie gesagt, im nächsten Part mache ich dann auf 1080. Ich kann jetzt nicht direkt auf 1080 schalten, weil mein Renderprogramm dann die zwei Teile nicht miteinander verbindet, weil ich ja auf Pause gedrückt habe. Wenn ich mittendrin dann ein anderes Format benutze, dann kriege ich eine Probleme. Okay. Also die hocken nicht wie in Days Gone, sondern die stehen da wie ein nasser Sack.
Okay, nee, das lassen wir. Das explodiert. Das kenne ich noch. Wir müssen weiter da hoch. Das ist eine Pflanze. Tut mir leid, aber ich brauche es. Wo war die denn? Da. Ja, nimmst du. Da sind noch Bienen. Weiter geht's. Also Schusswaffen gibt's wohl hier nicht. Naja. Können wir auch mitgeben. Wenn die keine haben, die Gegner, dann ist das völlig egal. Nur ich frage mich, warum das Spiel so, soll ich sagen, die Textur ist jetzt nicht so der Burner, dass man sagen muss, okay, es brennt die Grafikkarte durch. Also von, ich meine jetzt von der Qualität her, ja. Aber wahrscheinlich die Technik, die dahinter steckt, ne? Das ganze Bewegen, jedes einzelne Grashalm, jeder Baum, vielleicht deswegen. Also ich habe auch Raytracing an, das hat Nvidia bestimmt, so ein softes Raytracing, also hat sich das... Ich sollte mir malen, glaube ich. Aber ich will nicht. Jetzt genießen. Und wenn man Zombies tötet, dann levelt man auch. Okay. Okay. Und ich habe auch noch. Assassin's Creed lässt grüßen. Geronimo. Wir verlieren aber schnell an Ausdauer. Das kann ja nur lustig werden. Da ist noch Camille. Das noch nicht. Gut, dass man die Bienen so hat. Ah. Mehr Honig. Das ist noch ein Kamillebaum. Okay. Nein, falsches Menü-Ding. So. Inventar, Tagebuch. Können Sie den Garten, durchsuchen Sie das. Okay. Inventar. Arznei. Fertigung. Machen wir doch mal Maximum. Oh, 7 Stück, sehr gut. So, und jetzt fehlt uns noch ein bisschen Kamille. 2 Honey haben wir noch. Okay. Was war das? Gruselig. Nee, ich wollte noch mal was gucken. Hinweise. Ja, ja. Sammlerstücke. Oh, 117 Komma.
Fertigkeiten, ja. Da uns mit später mal befassen. Mischen Sie Pflanzen um mit aktivierenden Mixturen. Ach so. Was gibt es hier Neues? 15, 18. Pilgerhandschuhe. Okay. Wo sind meine Vorbestellersachen? Bestimmt erst in einem Versteck, oder? Das finde ich blöd. Ja gut, weiter geht's. Genug getrödelt. Müssen wir überhaupt hier hoch? Okay. Nicht okay. Wo sollen wir denn hin? Ja, da oben hin. Ich bin verkehrt gelaufen. Oh, Missionsgebiet. Verdammte Axt. Ich sag doch, wir sind verkehrt. Okay, gehen wir hier entlang. Das Spiel mag nicht freies Rumlaufen hier. Schade. Oder wir sind noch RB, nicht RPG, RB. Okay. Diese Geräusche sind gruselig. Aber passt. Kann die nicht von hinten? Nein, kann man nicht. Wie war es so mit Treten? Treten kann man nicht treten. Treten? Treten. Wo habe ich die? Hä? Moment, es gibt ein. So, dann kann man sich sehr schnell. Ah, wenn man rennt, zum Beispiel kann ich schnell nach hinten gucken. Und verfolgt wird. Okay, genug des Guten. Es wird dunkel. Wo sind wir denn hin? Der ist runter, ne? Aber noch nicht hier. Doch, irgendwie doch. Verdammt, es wird dunkel. Dann kletter mal hier hoch. Springen Sie und halten Sie. Ja, okay. Nochmal und. Oh. Punkto. Parcourspunkte. Sie haben den Rang Ihrer Parcoursfähigkeit erhöht und Ihren ersten Parcours-Fertigkeitspunkt verdient. Sie können ihn jetzt dazu benutzen, Ihre erste Parcours-Fertigkeit freizuschalten. Sehr schön. Hochsprung erlaubt es Ihnen, höhere Vorsprünge zu erreichen, wenn Sie beim Springen RB gedrückt halten. Bewegen Sie den Maus. Zeiger, danke, war das Symbol der Fertigkeiten, um Ihre Beschreibung und Anforderungen zu lesen. Drücken Sie und halten Sie jetzt A, um die Fertigkeit zu kaufen.
Ermöge es ihnen. Okay. Gekauft. Das heißt, wir kommen dann. Na, fast fertig. Fast ist gut. Aufpassen. Zu dunkel. Glaube, wir haben zu viel Zeit verdrückt. Oder soll das sein? Ja, es ist schon dunkel. Ja. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Okay. Na, was Besseres werde ich nicht finden. Das sehe ich auch so. Ziel aktualisiert. Kommen Sie da oben rein. Durch. Nein. Durch die Tür. Gehen Sie auf ein Abflussrohr. Was ist zwei. Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Irgendwo. Wir haben hier ganz viel Blut. Erstmal alles. Jemand hat die bewegt. Vor kurzem. Der wurde verschoben. Gut, probieren wir's. Probieren wir's halt. Und jetzt? Die Sendestation. Ich muss den Generator anschmeißen. Oh. Generator. Lass mich raten, der ist draußen. War ja auch zu schön. Um wahr zu sein. Sind wir schon wieder raus. Nein. Ich wollte mal. Klemmt nach Hammer. Hackmesser. Ein Henning. Okay. Gekauft. Das heißt, wir müssen wieder raus. Ach, verdammt. Yeah.
Au, das tat weh. Da waren Bienen. Bienen mit. Okay. Und zack ich. Was zum... Hä? Wir waren gerade im Haus. War doch keiner. Was zum Teufel ist das? Brennender Zucker, oh Gott. Wir sterben sowas. Nichts machen. Ups, war neu. Dich kenne ich noch gar nicht. Okay. Einige Gegner nutzen Kraftangriffe, die massiv Schäden verursachen und sie von den Beinen werfen können. Wenn ein Gegner einen Kraftangriff vorbereitet, blinkt seine Gesundheitsleiste, die ich ausgeschaltet habe. Rot auf. Sie können ausweichen, um einen Treffer zu vermeiden. Drücken Sie zum Ausweichen RB, während Sie sich rückwärts oder in eine beliebige Richtung seitwärts bewegen. Okay. Wie heile ich mich nochmal? Ich hab keine Ahnung. Ich hau jetzt. Du schon wieder. Nein. Kommst du? Jetzt reicht's. Ah, mit A. Wartet, ich muss mich heilen. Das dauert doch hier. Jetzt bin ich da. Was bist du denn für ein? In welchem Loch kommst du denn gekrochen? Die Tuss ist gut. Nicht weglaufen. Ich soll fliegen. Ich soll ausweichen. Aber ich krieg das nicht. Ausweichen. Ich hätte da vielleicht doch. Was hier hin? Großer Busch. Aus. Okay. Wo ist sie hin? Da. Ja, komm jetzt, schrei nicht rum. Kann sonst nicht weitermachen. Na komm, komm. Du kostest mich ganz schön nerv. Gesundheit.
Jetzt warte, ja? So, komm. Daneben. Das war knapp. Ja, aber echt jetzt. Hör doch mal auf hier. Das kann doch was werden. Ist eigentlich die Schattenjäger auch wieder? Ich glaube ja, ne? Wo sind denn die anderen? Ich habe doch so viele gekillt hier. Na? Was zum Looten. Ja, ich muss es looten. Okay. Gut. Das auch mitnehmen? Nein. Okay. Kann man mitnehmen. Auch drauf. Ich habe doch Radio ausgestellt, meine ich, oder? Also, jetzt Stream. Insta. Ich guck mal eben. Eigentlich ist das ja auch egal, oder? Können wir klein machen. Normal, klein. Ein. Stream-Modus. Inhalten sind, können Sie diese Option aktivieren? Ja, habe ich eingestellt. Also, ist das keine. Komm, wir müssen tanzen. Schöne Musik. Endlich mal Musik, die. GEMA geschützt ist, glaube ich. So. Sicherheitszone. Sie haben gerade die erste Sicherheitszone, juhu, freigeschaltet und damit Ihr Netzwerk an Wiedereinstiegspunkten erweitert. Alle Sicherheitszonen sind mit UV-Lampen ausgestattet, wodurch die Sicherheit bei Nacht gewährleistet ist. Zudem bietet jede Sicherheitszone Zugang zu einem Ruheplatz, an dem Sie die Tag-Nacht-Phase wechseln können. Und zu Aidens, Aidens Versteck, an dem Sie Ihre überzähligen Gegenstände lagern können. Okay, da können wir schlafen. So. Ich bin mal gespannt. Haben wir Extras? Nö. Was war denn das? Man kriegt doch Vorbesteller-Kram. Für einen Schwachsinn. Wieso hat man das denn dann? Seltener einhändiger Stock. Okay. Wer den wohl hinterlassen hat, Schadensbonus bei voller Gesundheit. Wundbrand. Ja, ich werde nichts einlagern. Source, was? Was will ich überhaupt sagen? Ja, gut. Dann haben wir halt nix. Hä?
wäre ja schön gewesen. Ich dachte, da gibt's was. Ich würde aber sagen, ich beende jetzt den Part. Ja, im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, wie immer, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, im nächsten Part geht's dann weiter. Ja, ich lege mich schlafen. Bis dahin. Adios. Oh, ja. Schlaf du. Hauen wir jetzt ab? Aber, jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Adi! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot. Du spinnst. Gehen wir. Jetzt. Shh. Alles wird gut. Wartet hier. Das wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge, die lassen uns bald gehen. Adi, ich habe Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Ich weiß. Tu, was ich sage. Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Oh je. Watts, wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Ich wollte ja eigentlich den Part beenden. Aber dann fing die Frequenz an. Das heißt für mich in Zukunft erst schlafen und dann beenden. Na, Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Nee, jetzt nicht. Jetzt definitiv nicht. Jetzt beende ich den Part. Also bis dahin, adieu.